Füge Gegnern Schaden zu mit Wiederverwertern. Das ist eine neue Aufgabe, mit der ich euch heute helfen werde. Falls ihr neu da seid, gerne ein Abo da lassen. Danke für euren Support. Und ich glaube, der will mich jetzt hier echt krass pushen. Wir spielen doch nur Gruppenkeile, Brudi. Ich mach doch gar nichts. Guck mal, was will der? Ich hoffe, dass der jetzt hier freundlich ist. Mal schauen. Ich mach's mal kaputt und ob der mich jetzt killt oder nicht, bin ich jetzt gespannt. Okay, Ehrenmann, er killt mich nicht. Macht das Ganze am besten in einer Runde. Okay, er killt mich doch. Naja, macht die Aufgabe am besten in einer Runde Gruppenkeile, denn hier ist es relativ entspannt und man verliert die Waffe nicht. Die Waffe kann man immer auf dem Boden finden oder durchtruhen. Vielleicht bekomme ich hier eine raus. Okay, schade, keine rausbekommen. Und Munition kann man relativ einfach selber machen. Weil ich schieße jetzt mal ein bisschen rum. Und ihr müsst einfach auf die Zielentaste drücken. Dann fängt die Waffe an zu saugen. Oh, hier ist ein Gegner. Hallo? Und, okay, daneben. Oha, das ging auf jeden Fall daneben. Mal schauen, ob ich den jetzt hier wieder pushen kann. Aber das Coole an der Gruppenkeile ist, wenn man sterben sollte, dann spawnt man immer wieder mit der vollen Munition. Also ihr seht das unten rechts, ich habe 3 Schuss wieder. Und mal schauen, ob ich den Kollegen jetzt hier treffen kann. Man muss eh nur 300 Schaden machen. Sollte in der Gruppenkeile echt kein Problem sein. So, hier bist du, komm her. Komm her. 75, 75. Und er ist dead. Okay, anscheinend ist die Waffe jetzt doch nicht so schlecht, aber man muss auch relativ gut treffen. Ein bisschen Flächenschaden macht die auf jeden Fall. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Falls ihr diese Waffe nicht finden solltet, dann schaut mal ganz genau hier bei diesen Orten nach. Denn ganz genau hier habe ich die sehr oft auf dem Boden gefunden und durch Kisten gefunden. Und ganz genau hier habe ich die auch sehr häufig gefunden. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, wo ihr diese Waffe gefunden habt. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem kurzen Video.